Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und mir ist mal wieder ein kleines Missgeschick passiert bei der Aufnahme. Irgendwie hat die Aufnahme nicht wirklich gestartet oder war irgendwie korrupt. Auf jeden Fall habe ich ein paar Monate gespielt, ehe ich das bemerkt habe. Es ist zum Glück nicht so viel passiert. Also wir haben hier so eine Schlacht gewonnen. Das war, glaube ich, jetzt die letzte große. Und ja, eigentlich müsste jetzt langsam der Kriegsstand dann wirklich in unsere Richtung ticken, wenn wir dann in 4 Monaten diese Belagerung haben, erst recht. Denn der hat jetzt kaum noch Truppen. Und ja, ansonsten hatten wir ja angefangen, hier mit mystischem Wissen uns auseinanderzusetzen. Wir hatten hier so ein mystisches Ritual, das lief ganz gut, ja, also hat ein bisschen was erlebt, aber ist jetzt auch nicht wirklich was dabei rumgekommen, ne? Also, er hat es nicht wirklich was beeinflusst. So, was sich aber geändert hat, ist ja, dass unser Sohn Hördre mittlerweile gewählt wird. Und zwar auch deutlich. Wenn wir hier mal auf die Nachfolge gehen, dann sehen wir, dass er mittlerweile 61 Punkte hat, im Gegensatz zu seinem direkten Kontrahenten Jarl Aki, der hat nur 31. Also das ist mittlerweile ganz deutlich. Aber natürlich können wir noch mal gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen doch noch auf unsere Seite bringen können. Wir haben hier Jarl Rolf von Jamtaland, der ihn nur ganz knapp nicht wählt, weil er zu jung ist. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas machen können. Können wir dem noch mal ein Geschenk schicken oder so? Würde das was bringen? Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht wirkt's, vielleicht auch nicht. Und ja, wir haben gerade Jarl Aki beeinflusst. Der wird uns halt eher nicht wählen. Wo haben wir ihn denn? Jarl Aki? Achso, der wählt Ragnar Eissteinsson. Das ist sein Bruder. Den haben wir ausgebildet, glaube ich. Und der wiederum wählt ihn. Also das ist eine recht verworrene Situation. Vielleicht werde ich mal versuchen, ihn hier zu beeinflussen. Das bringt aber auch nicht so viel. Also der Jarl von Ekta Filki wäre vielleicht noch eine Maßnahme, dass wir den versuchen zu beeinflussen. Dass wir einfach noch ein bisschen sicherer die Wahl gewinnen. Das ist einfach alles, was ich will. So, die Fraktion hat sich aufgelöst, die Jarl Aki versucht auf den Thron zu bringen. Wahrscheinlich, weil er uns jetzt mittlerweile so sehr mag. Oh nein, unser Freund Wang ist gestorben. Woran denn? An Altersschwäche? Im Jahr mit 61 an Altersschwäche? Oh, das macht uns jetzt ein bisschen Angst, oder? Damit haben wir jetzt aber auf einmal einen Ratsposten frei. Die ist jetzt darin auch nicht so gut. Sie auch nicht. Den hätte ich schon gerne als Ratsspitze. Das Problem ist, dass sie alle das nicht besonders gut können. Können wir vielleicht Alfild, ich meine, die ist jetzt auch nicht gerade eine große Leuchte da drin, aber vielleicht lässt sie sich ja überreden, dass sie jetzt ihr Ratskanzler wird. Hier. Und dann könnten wir hier einen vernünftigen Ratsverwalter einsetzen. Jarl Thora ist sogar noch ein bisschen besser. Und die wählt unseren Sohn auch noch nicht. Die könnten wir dadurch wirklich auf unsere Seite bringen. Ich meine, er mag uns ja schon ganz gerne. Dann werden wir sie doch lieber einsetzen. Wenn so alt wie die ist, wird sie das vielleicht sowieso nicht lange machen. Und er hier? Ja, gucken wir mal, was wir mit ihm anstellen. So, weiter geht's. So, fast geschafft. Ja, jetzt. Da sind wir bei 100%. Da müsste doch eigentlich gleich was passieren, oder? Jawohl. Krieg ist vorbei. Wir können alle auflösen. Wir haben natürlich jetzt ein paar Gefangene gemacht. Die werden wir uns gleich erstmal anschauen. Was ist da los? In meinem Rat ist schon wieder ein Posten frei. Okay. Schauen wir uns gleich an. Jetzt sind wir erstmal bei den Gefangenen. Evalda. Bringt die uns irgendwie Geld? Ein bisschen, ja. Die anderen bringen uns offenbar nichts. Okay, das ist irgendein Bauernführer. Wie kommt der eigentlich in meinen Kerker?
frage ich mich. Aber vielleicht könnten wir den ja rekrutieren. Ich meine, uns hat er ja nichts getan. Vielleicht wollen wir ihn aber einfach mal rekrutieren als guten Anführer. Druckmittel würde auch noch gehen. Wir könnten ihn sogar bekehren. Nee, könnten wir nicht. Ist uns das so wichtig mit dem Bekehren? Naja, also wir gehen jetzt Richtung Religion gerade. Wir haben ja gerade den Fokus auf Religion gesetzt. Das ist insofern nicht ganz abwegig. Ja, dann haben wir sie hier. Die, mit der haben wir gar nichts zu schaffen. Die werden wir einfach freilassen. Und ein Upmeje. Ja, für ein schwaches Druckmittel würde ich den freilassen. Wir haben ja keine Fehde mehr mit denen. Auch wenn die ab und zu sich dann doch noch irgendwie melden. Naja, so. Okay. Dann unser Rat. Nein, unser Ratsspitzel ist gestorben. Das ist ja wirklich. Das ist nicht so schön. Haben wir hier. Oh, Skjaldvör ist auch eine ganz gute Ränkespielerin. Da ist er sogar besser als Ratsmarschall. Vielleicht will ja Skjaldvör das lieber machen. Werden wir sie hier einsetzen. Sie ist übrigens schwanger. Nur so nebenbei. Ist sowieso eine etwas passendere Tätigkeit für eine Frau, als jetzt der Ratsmarschall. Und da könnten wir jetzt ja vielleicht den Jarl von Halogaland einsetzen. Das ist vielleicht nicht sein bestes Ding, aber immerhin. So, dann ist hier noch ein weiterer Champion eingetroffen. Er ist zwar schon 51, aber hat einen ganz ordentlichen Kampfwert. Und wir haben einen Vorzug. Wir sind ja Richtung Theologie gegangen, also gehen wir jetzt bei Gläubig rein. Findet der Klerus gut? Ja. Ist schön. Unsere Tochter hat keinen Vormund mehr. Haben wir hier jemanden, der sich gut eignet dafür? Unserem Hof wahrscheinlich eher nicht, oder? Doch, hier ist was. Unser Hoftutor, der soll das mal übernehmen. Das ist nur noch ganz kurz, also habe ich jetzt keine Lust, ihn noch sonst wohin zu schicken. Wir können ein Bündnis mit Jarl Sturla von Estland aushandeln. Oh, weia. Okay, unsere Tochter, unsere Bastardtochter, war verheiratet mit Jarl Styrka. Und der wurde vom schrecklichen Gebrüll von Gunnar Borg wortwörtlich zu Tode geängstigt. Oh, das ist bestimmt, weil er feige war. Okay, der hat übrigens echt viele Kinder. Ach so, Jarl Styrka. Hä? Doch. Jarl Styrka hat viele Kinder, die er bekommen hat, bevor er unsere Tochter geheiratet hat. Interessant. Und auf jeden Fall ist jetzt deren Sohn, der dreijährige Jarl Sturla, unser Enkel, ist jetzt der Herzog von Estland. Also Jarl von Estland, klar. Natürlich nehmen wir da ein Bündnis an. Wir müssen ja unsere Bastardtochter ein bisschen schützen. So. Okay. Wir können einen Häuptling von Schonen nach Smorland übertragen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ach so. Sehe ich das richtig? Ja, der hat das Jarltum von Smorland gegründet. Der hat damit vier Herzogtümer. Oha, das ist ein mächtiger Mann. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt unbedingt so mächtig sehen möchte. Lass ich mal sein. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder wohltätig spenden. Das ist mal wieder Zeit. Bei dem ganzen Stress, den wir haben. Und dann werden wir wieder Hof halten. Pflichtbewusst, wie wir sind. So. Kommt heran. Das Kind mit den zwei Müttern. Ein ungewöhnlicher Fall hat heute meinen Hof erreicht. Zwei Frauen behaupten, der gleiche Säugling sei von ihnen. Keiner der Dorfbewohner kann etwas bezeugen und es heißt, das Kind sei wie aus dem Nichts aufgetaucht. Niemand wusste, dass die Frauen überhaupt Nachwuchs erwarten oder einen Säugling annehmen wollten. Dieses Mysterium hat einen jeden in seinen Bann gezogen und obwohl wir vielleicht nie erfahren werden, wie das alles genau geschehen ist, muss ich einen Ausweg aus dieser Zwickmühle finden.
Welche Entscheidung soll ich für die Zukunft dieses Kindes treffen? Aha. Das erinnert mich so ein bisschen an der Geschichte aus der Bibel mit König Salomo, der auch mal zwischen zwei Frauen entscheiden musste, wo beide behauptet haben, das Kind wäre ihres. Aber ich glaube, der Fall ist hier ein bisschen anders. Ist nur so ein bisschen ähnlich. Also wir haben hier eine jüngere Frau und wir haben eine ältere Frau. Skuld. Naja, also so groß ist der Altersunterschied jetzt auch wieder nicht. Das sind 4 Jahre. Ist mir das jetzt eigentlich egal oder egal? Ich werde das Kind aufziehen. Sie sagen, weil wir mitfühlend sind, machen wir das. Andres. Ist ein kleiner Sohn. Athletisch, das weiß man jetzt schon offenbar. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Werden wir den jetzt selber aufziehen? Wenn die sagen, es ist mitfühlend, aber irgendwie finde ich, es könnte ja auch durchaus sein, dass das Kind von einem von den beiden wirklich ist. Ich glaube, das werde ich würfeln. 1 und 2 wird die jüngere Frau, 3 und 4 wird die ältere Frau und 5 und 6 ist, dass wir es selber machen. Und wir würfeln eine 3. Okay, also die ältere wird's. Skuld. Die übrigens spurlos verschwunden ist, so wie er auch. Also das ist jetzt irgendwie so eine komische Geschichte. O gütiger Halfdan, ich bin Navoya und ich bin weit gereist, um euch um Hilfe zu bitten, ein großes Unrecht zu berichtigen. Die Frau vor mir verbeugt sich tief, bevor sie mit ihrem gut einstudierten Plädoyer vorfährt. Also es geht hier übrigens um eine 3-Jährige, die sich jetzt hier gerade vor mir niederkniet und mir also die so reden kann. Das finde ich jetzt ein bisschen absurd. Mein verwandter Oberhäuptling Kasimirz sitzt derzeit auf dem Thron von Lausitz, doch in Wahrheit stehen diese Ländereien rechtmäßig mir zu. Wenn ihr mir dabei helft, meinen Anspruch durchzusetzen, werde ich euch die Treue schwören und euch bis ans Ende meiner Tage dienen. Also mit denen haben wir nichts zu tun. Die gehören überhaupt nicht in unseren Herrschaftsbereich. Das sind slowianskanische, also ein slawischer Glaube. Damit haben wir nichts zu tun. Daher würden wir sagen, wir werden hier sicherlich nicht in den Krieg ziehen. Was? Habe ich jetzt versehentlich gesagt, dass wir in den Krieg ziehen? Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ich habe nicht richtig gelesen. Okay, die nächste Bittstellerin ist offenbar fremd an diesem Hof. Zumindest habe ich sie noch nie gesehen. Und die Blicke von Ratsmarschall Hörde ruhen ebenfalls auf ihr, seit sie meinen Hof betreten hat. Ein Fürst, ich bin gekommen, um zu erklären, dass das Volk von Häuptlingstum von Upmeel, was auch immer, sich weigert, die Steuern zu zahlen, die ihr von uns erhoben habt. In der Vergangenheit wurden unserem Land und Volk Rechte und Privilegien gewährt. Okay, das ist wieder so ein Bauernaufstand. Wir werden natürlich keine Ränkespielherausforderungen machen. In den Kerker werfen finde ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich würde sagen, wir sind bereit, die anzuhören. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. So. Und wir haben jetzt tatsächlich irgend so einen Krieg am Laufen. Da habe ich echt das Falsche gedrückt. Ich habe das komplett falsch rum gelesen. Oh Leute, ich muss echt mal wieder ein bisschen aufmerksamer lesen, was ich da sehe. Jetzt haben wir irgend so einen Krieg an der Backe. Gut, nehmen wir an, wir sind einfach treuherzig gewesen. Das ist ja immerhin ein angrenzendes Reich. Und stürzen uns deswegen jetzt in diesen vollkommen sinnlosen Krieg. Okay. Holen wir erstmal unsere Truppen raus. Da wollte ich eigentlich gegen den Krieg. Hab genauso argumentiert und naja, gut, vielleicht waren wir sprunghaft. Unser Kind ist gestorben. Sverker ist an Krebs gestorben mit 34. Oh, Odin, wie konntet ihr Sverker das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Er war bar jeder Schuld, mein perfekter Sohn. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihm. Ja, das hat er nicht verdient. Wir bekommen 40 Anspannung. Und das zu Beginn unseres Kriegs. So, da sind unsere Truppen. Ich denke mal, die werden reichen.
Und zwar locker. Also gegen 4000 Mann brauche ich eigentlich nicht mit so einer Übermacht anzugreifen. Da werde ich eher mal noch wieder ein paar Aufgebote nach Hause schicken. Sodass wir so mit, ja, 6000 angreifen. Das finde ich angemessen. So. Wir nehmen erstmal unsere besten Leute und ein bisschen Aufgebot und schicken die hier rüber, dass sie das hier belagern. Die anderen bleiben drin. Okay, jetzt ist der Krieg annulliert, weil er keine Gebiete mehr davon kontrolliert. Okay. Also dieser Krieg war von vornherein totaler Schmuh. Ah, na gut. Dann halt nicht. Auf jeden Fall, da wir jetzt im Moment... Oh, unser Onkel wurde in der Schlacht erschlagen. Was auch immer für eine Schlacht. Da wir gerade einen Theologiefokus haben, noch für ein paar Jahre, wäre es doch vielleicht mal an der Zeit, dass wir auf eine Pilgerreise gehen, um zu einem unserer Heiligtümer zu reisen. Eine asatruische Pilgerreise. Und zwar, wohin? Es ist an der Zeit, dass ich auf meine Reise zu einer der heiligen Stätten aufbreche. Aber was ist mein Ziel? Die Stätte bei Sigtuna? Mhm. Ein Tempel von Jorvik? Oder nach Paderborn? Also, wo ist denn das überhaupt? Sigtuna ist ein Upland. Das ist ja nicht so weit entfernt eigentlich. Jorvik wäre hier in England. Paderborn ist selbstverständlich hier. Ach, ich würde sagen, als erstes werden wir mal nach Sigtuna reisen. Das reicht völlig. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Während ich mit göttlichem Segen losziehe, muss mein Reich warten, ganz gleich, wie lange ich abwesend bin. Ja, Zeit für die Abreise. Wir haben auch wieder mehr Geld ausgegeben, als wir eigentlich haben. Aber es ist nicht schlimm. Wir sind leider 59. Gesundheit ist immer noch schlecht übrigens, obwohl wir den Malus verloren haben. Oh nein, wir haben uns verirrt. Ich hätte schwören können, dass das der richtige Weg ist. Weder meine Gefährten noch ich finden den Weg zurück zur Route unserer Pilgerreise. Orientieren wir uns nachts überhaupt an den Sternen? Es kommt mir vor, als hätten wir bereits Wochen vergeudet. Okay, wir müssen einen Ortskundigen finden, kostet es, was es wolle. Das würde schon auch irgendwie passen. Ich schwöre, es ist nur noch ein kleines Stück in diese Richtung. Ich glaube, wir neigen aber eher dazu, dass wir jetzt da ein bisschen Geld ausgeben. Treuherzig mitfühlend. Gut, treuherzig könnte auch sein, dass wir das wirklich glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube, ich werde es würfeln. 1 bis 3 ist, wir finden einen Ortskundigen und 4 bis 6 ist noch ein kleines Stück weiter. Und ich würfle eine 6, okay, wir sind verirrt. Was bringt das? Oh Gott, Gesundheit schwerer Malus schon wieder. Na, ob wir es noch lange machen? Da habe ich meine Zweifel dran. Aber irgendwie haben wir Geld bekommen. So, die Ankunft, da endlich. Wir haben es immerhin geschafft. Wer hat mal eine Meinung von mir gehalten? Häuptling Halfdan. Okay. Endlich bin ich hier, mit Leib und Seele, am großen Gotteshaus von Sigtuna. Als der Tempelgode mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten, zu diesem Augenblick. Wir hatten 375 Pietät und die Eigenschaft Pilger, was ja schon mal nicht verkehrt ist. Na? Ja, ganz ordentlich Frömmigkeit erhalten. Die Rückkehr. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Goden und Tempelgoden doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Na, es ist schön, wieder zu Hause zu sein, auf jeden Fall. Und da ist noch ein weiterer Champion eingetroffen, den wir rekrutieren können. Okay, den haben wir auch ganz gut beeinflusst, ja. Blick in die Sterne. All die Abende, die ich die Sterne am Himmel beobachtete, konnte ich mit eigenen Augen sehen, wovon ich zuvor nur gehört hatte.
Die Sterne bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und ändern ihre Bahn zu verschiedenen Zeiten, aber offenbar in großen Gruppen, je nachdem, welche Himmelskugel sie angehören. Man könnte mit den richtigen Formeln sogar ihre Bewegungen vorausberechnen. Mein Reichsgode verurteilt dies natürlich. Lasst den Himmel in Frieden. Das Reich über uns ist die Domäne der Älteste, wie ihr wisst. Aber, tja, ich meine, wir sind gar nicht mehr so gebildet. Wie kommt das eigentlich? Ich glaube, wir hatten mal ein bisschen mehr Bildung. Vielleicht liegt es an unserer Ehepartnerin, die mittlerweile auch ein Trunkenbold geworden ist. Schon möglich. Tja. Wollen wir Einblicke in den Himmel und unseren Reichsgoden damit ein bisschen auf den Plan rufen? Oder sagen wir, wir fokussieren uns lieber auf irdische Angelegenheiten? Wir sind treuherzig. Man könnte schon auch sagen, treuherzig gegenüber unserem Reichsgoden. Sprunghaft würde auch ein bisschen in die Richtung gehen, weil wir vielleicht nicht die Geduld haben, um uns jetzt lange mit irgendwelchen Berechnungen aufzuhalten. Ich glaube, wir gehen eher hier auf die irdischen Angelegenheiten. Das bringt uns mehr monatliche Frömmigkeit vor allem. Palaver mit Piraten. Mit einigem Misstrauen empfange ich eine Gesandtschaft zerzauster Schläger aus den Reihen der Jomswikinger, die mir ein Schreiben von Großmeister Anjay übereignen. Als wilde Plünderer und Räuber zu Lande wie zu Wasser zählen diese religiösen Fundamentalisten zu den berüchtigsten und tödlichsten Piraten der Welt. Wie jeder gute Asatru habe ich den Geschichten über ihre Frömmigkeit und ihr Kampfgeschick mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Beklommenheit gelauscht. Nun scheint mir der Großmeister die Befehlsgewalt über diesen Haufen Freiwilliger anzudienen, vorausgesetzt, ich setze diese Leute ein, um im Namen unserer Götter zu rauben und zu plündern. Piraten, die Befehle entgegennehmen, spannend. Ich nehme lieber nur die anständigen Seeleute. Oder ich sage, ich mag meine Soldaten etwas disziplinierter. Tja, wie sind wir da jetzt drauf? Achso, das ist er. Wie sind wir drauf, ist die große Frage. So als mitfühlender Herrscher sind wir, glaube ich, eher auf anständige Seeleute angewiesen. Also ich glaube, wir wollen nicht die Piraten haben, weil wir eben mitfühlend sind. Wir haben Mitgefühl für die Leute, die da überfallen werden. Treuherzig würde schon eher in seine Richtung gehen. Also ich glaube, wir wollen einfach mehr... Achso, wenn wir treuherzig sind, ist das... Und es ist Anspannung ihm gegenüber. Ach, dann nehmen wir die anständigen Seeleute und gut ist. So. Und wir sind gestorben. Oha. Da ist das tatsächlich passiert. Wir sind tot. Unser Sohn Hördre hat geerbt. Oha. König Halfdan von Norik hat im Alter von 59 die Tür zur Geisterwelt durchschritten. Er starb im Schlaf. Er brach schamlos die Ehe und man wird sich an ihn erinnern, ob seines Verrats und seines zügellosen Wesens. Wie bitte? Also so richtig zügellos? Naja. König Hördre besteigt den Thron. Da er über großes militärisches Geschick verfügt, erwarten viele, dass er uns zu zahlreichen Siegen auf dem Schlachtfeld führen wird. Ja, großes militärisches Geschick ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat eine Ausbildung in die Richtung und er ist auch nicht ganz unfähig. Ja, gut möglich, dass er das macht. Er ist 21 jetzt. Seine Frau ist mal wieder schwanger. Wir haben das Königreich Dänemark an unseren König, an unseren anderen Sohn Önunde, also den Nichtsohn, verloren. Der übrigens Seeland damit übernommen hat von seiner Frau. Interessant. Die hat jetzt nur noch die anderen Grafschaften. Ja, bleibt somit in der Familie, ne? Deren ältester Sohn verschwand spurlos im Alter von 17. Interessant. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Sohn, Gutfried, der bisher alles erben würde. Von seiner Mutter und seinem Vater. Interessant, interessant. Ja, damit ist unser dritter Herrscher tot. Er hat 33 Jahre lang regiert. Das ist kürzer als die anderen beiden.
Ja. Okay. Ist jetzt kein besonders bemerkenswerter König gewesen, aber ein durchaus unterhaltsamer, denke ich. Und wir werden uns in der nächsten Folge unseren neuen Herrscher und die neue Situation anschauen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.